Kristalle sind im Prinzip das Einzige, was wir brauchen. Die kriegen wir da. Da ist auch noch irgendwas. Vielleicht sogar Erz? Nee, eine Edelsteinmine. Okay. Mein zweimal Holz, das passt ja gerade auch für unsere Festung. Was bauen wir denn jetzt aus? Kriegstanzarena, die Jägerloge, damit wir die Meisterjäger haben. Und kriegen hier sogar noch ein bisschen Erz dazu. Mhm. Du reitest erstmal nach Hause, bevor du weiterkämpfst, holst dir neue Leute, stufst deine Jäger auf. Wir bauen hier noch ein bisschen was aus, und zwar... Zitadelle, nee. Gilde der Rächer, Einhornlichtung. Vorratsspeicher, ein Edelstein. Der Feenwald. Gib mal den Vorratsspeicher. Und du sammelst weiter ein. Noch mehr Gold. Hier liegt nichts mehr rum. Sehr schön. Liegt hier unten noch was? Ja, da haben wir uns noch nicht durchgekämpft. Und hier ist noch Holz. Nehmen wir uns auch noch. Okay, nächste Runde. Wenn der türkise Spieler nicht irgendwann Angriff plant, dann weiß ich auch nicht. Da geht so viel ab, der hat so viel zu tun, der ist nur am Rumlaufen, so wie es aussieht. Na gut. Mystischer Teich. Liefert mehrere zufällig ausgewählte Rohstoffe zu Beginn jeder Woche. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Aber ich müsste langsam mal meine Leute aufstufen. Und wenn es nur die Feen sind. Oder die Kriegstanzarena. Mach mal die Feen. Und dann stufen wir erst auf. So, bevor wir weiter kaufen. Ach, perfekt. Hat geklappt und wir haben nicht genug Platz in der Garnison. Warum nicht? Weil ihr doppelt seid. Ich kann die Kriegstänzer noch nicht benutzen. Machen wir aber so. Wunderbar. Okay. So liebe ich das. So finde ich das gut. Denn jetzt können wir ordentlich kämpfen, ohne Probleme zu haben. Wir bauen hier noch ein bisschen was. Aber was? Kriegstanzarena? Nö, komm, eine Zitadelle. Dann können wir bald die Baumriesenbögen wieder bauen. Und wenn wir erstmal die Kristallmine haben, dann müsste es auch vorangehen. Oh, was macht der denn alles? Der muss ja Kämpfe machen ohne Ende hier. Oder Gold sammeln ohne Ende. Ich dachte schon, jetzt kommt er gar nicht mehr aus dem Knick. Sehr schön. Ihr seid Gespenster und euch kriegen wir definitiv weg. Ich wusste, dass ihr nicht kämpfen wollt. Ihr seid viel zu feige. Die Rakshasarani, die werden auch nicht gewinnen. Oder doch? Das sind doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Immerhin ein paar Schadenspunkte. Pause. Pause. Sehr schön. Pause. Naja, es sind ein paar weniger. Noch einmal ein Wespenschwarm. Sehr gut, Pause, kommt mal näher. Damit wir euch besser abschießen können. Unsere Bäume kommen sogar schon an euch heran, das ist noch viel besser. Nö, ich muss die nicht unbedingt ins Gefecht jagen, die auch nicht. Das geht nicht, Pause. Und geschafft. Ja, also geht doch. Gibt's auch noch ziemlich viele Rohstoffe. Nehmen wir alles mit. 2000 Gold, der Rest kommt. Und dann bauen wir aus. Hier bauen wir... Ach, die Burg für noch mehr Leute. Hört sich verführerisch an und ist auch sehr geil, deswegen bauen wir es.
Gut, dann haben wir da schon mal so gut wie alles ausgebaut. Jetzt geht's um die Baumriesenbögen. Du solltest noch Holz holen, genau. Aber ansonsten ist hier alles durch. Ich postiere dich jetzt erstmal hier. Du passt auf die Mühle auf, dass die auch immer schön abgeerntet wird. Und sammelst aber nebenbei das Erz ein. Ja, du wartest. Du könntest aber schon mal die Leute rekrutieren. Gut. Die können wir auch bei Zeiten aufstufen. Wichtig ist, dass wir erstmal ein bisschen was haben, um die Garnison anzugreifen. Können wir vielleicht hier in dieser Stadt einen Hafen bauen? Es ist ja relativ am Wasser gelegen. Ach so, aber führt ins Nichts. Toll. Klasse. Na, gegen wen kämpfen wir denn hier? Garde-Minotauren sind relativ einfach und haben nichts zu sagen. Weg mit denen. Na also, geht doch. Jetzt haben wir nicht nur Klaus, sondern auch Wu. Ja, die Priester. Die Priester werden noch... werden mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Okay, die sind schon mal weg. Sehr gut. Dann gleich den Wespenschwarm auf die da. Pause. So ein Wespenschwarm ist auch ganz schön eklig. Gut, das waren sie schon. Davor habe ich Angst gehabt im letzten Part. In den letzten Parts. In der letzten Mission. Wahnsinn. Okay, wir haben alles. Jetzt brauchst du das Erz gar nicht mehr holen. Und wir kümmern uns darum, dass wir jetzt zu unserem Kumpel kommen hier drüben. Während sie auf die Mühlen aufpasst. Ausbauen. Nee, erstmal eine andere Festung, dass wir hier fertig werden. Ach Gott, nee. Kriegstanzarena. Aufwerten oder nicht aufwerten? Natürlich aufwerten, aber jetzt schon. Zwei Kristalle. Was brauchen wir denn für die Einhörner? Mehr Edelsteine. Die holen wir uns ja noch. Du wartest weiter. Nee, hier wollen wir auch noch ausbauen. Ausbauen. Ja, Steinring. Sehr geil, neue Druiden. Gut, Findern ist gleich bei dir. Holt noch deine Leute ab und dann guckt er mal, ob er durch die Garnison preschen kann. Auch wenn ich nicht glaube, dass das jetzt schon sehr ratsam wäre. Ach, nun wird fertig. Der türkise Spieler hat ganz schön zu tun. Ist die neue Woche schon da? Halt, hier ist noch was. Wer bist du? Jin Sultan. Ist nicht schlimm, kriegen wir kaputt. War schon, ach so, okay. Ja, bauen wir erstmal hier aus, denn hier kommt ja jetzt alles nach und nach. Müssen wir später bloß aufwerten. Obwohl, wir können hier noch den Vorratsspeicher machen, kriegen wir noch einen Edelstein extra. Ach, wir haben kein Holz, ne? Ah, ist ja auch eklig, dabei haben wir schon zwei Sägewerke, Wahnsinn. Na gut. Oh, und so vergeht die Zeit. So kommen wir ja zu gar nichts. Aber gleich müsste es weitergehen. Spätestens dann, wenn wir den Jin Sultan hier weg haben. Weg mit ihm. Oh, das war schon ein schöner Treffer. Der kommt aber ziemlich weit. Der dürfte unsere Einhörner oder unsere Drachen angreifen. Versuch mal, ob du noch ein bisschen was runternehmen kannst von ihm. Sehr schön. Natürlich die Einhörner, da kriegt er wenigstens einen weg. Dreck. Freut sich unser Drachi. Findigkeit oder Schlachtführer. Das Angriffsattribut des Waldläufers wird dauerhaft um +2 gesteigert. Klingentänzer schließen sich der Armee des Waldläufers an. Ihre Anzahl hängt von der Zahl der Woche ab. Aha,
Im Laufe seiner Abenteuer findet der Held mehr Gold und Rohstoffe und hat insgesamt mehr Glück. Nö, dann nehmen wir den Schlachtführer. 2000 Gold. Artefakt gefunden und Gold. Sehr schön. Wir sind jetzt bei unserem Kumpel, wenn ich das richtig sehe. Müssen aber gegen Succubu kämpfen. Machen wir. Wir kämpfen gegen die Succubi. Oder auch nicht. Kamensky. Ich nenne dich ab heute Kamensky. Er ist kein Druide mehr, er ist ein Kamensky. Ja gut, dann bauen wir eben wieder aus. Nee, vorrangig jetzt erstmal in der anderen Festung. Dass wir hier auch mal an andere Leute kommen. Blütenhain. Die Einhornlichtung brauchen wir, dafür brauchen wir aber einen Edelstein. Gut, die neue Woche hat ja noch nicht begonnen. Die lassen wir jetzt einfach also noch verfliegen. Ach komm. Meine Güte, das... Ich will gar nicht wissen, was der für eine Armee aufbaut. Baumriesenbögen nicht. Einhörner. Später noch die Drachen und die Burg dürfen wir nicht vergessen. So, du holst dir den Rest, den es hier noch zu bestaunen gibt. Pestzombies, die kriegen wir alle down. Auch wenn es 127 sind, 157 sogar. Eieiei, vielleicht habe ich mich doch ein wenig übernommen. Macht die mal alle down. Na, das sieht doch gut aus. Von wegen 157. Kommt mir vor, als wenn wir gegen 10 gekämpft haben. Wenn überhaupt. Jetzt kommen sie gerade mal näher. Lasst unsere Fernkämpfer doch endlich dran sein. Sehr schön, das war's. Oh, neue Jäger. Ja, die hole ich mir gleich. Die holst du dir. Später. Gut, dass wir das jetzt schon geholt haben. Ja, 37 Vampire sind nicht gerade lustig, aber hier ist die Hütte des Magus. Zeigt Gebiete der Karte in einem gewissen Radius um alle Augen des Magus. Weiß ich nicht, ob ich die Gebiete überhaupt sehen will. Wir speichern mal. Gut, das waren die Vampire. Alles andere können wir nicht anwenden. Weiter geht's. Der kommt nicht so weit. Und weg mit ihm. Gut, das, was hier hinten ist, scheint nicht gerade klein zu sein. Da sehe ich, dass irgendeine Burg in der Nähe sein soll. Zumindest sehe ich was Türkises. Da ist... Was ist das denn? Das war wahrscheinlich irgendwie die Festung. Untergrund gibt's auch noch, ja. Da wird auch noch eine Burg sein, okay. Oioi, das wird nicht leicht. Gilde der Rächer, 5 Holz. Nee, wir müssen hier weiter ausbauen. Gut, nächste Runde. Türkiser Spieler an der Reihe. Wenigstens bekommen wir 2 Edelsteine am Tag, das ist schon ganz nett. Wir bekommen Holz, eine Menge. 3 sogar am Tag. 6 Quecksilber, ist auch nett. Wir laufen nach oben, holen uns die Kreaturen aus der Festung, während du ihm hier deine bringst. Sehr gut. Und ausbauen. Was bauen wir aus? Die Burg nicht. Noch nicht.
den besseren Steinkreis für bessere Druiden. Wir können ihm ja jetzt die Leute gar nicht geben. Ist natürlich nicht gut. Wir geben ihm erstmal das, was wir können. Was? Hast du die Leute gar nicht mitgenommen? Aber jetzt. So, dann gibst du ihm jetzt deine Leute. Und zwar die hier. Nee, andersrum. So rum. Die Einhörner, die Feen will er haben. Wir nehmen auch die Bäume mit und, tja, die müssen wir erst aufstufen. Aber wir müssen so viel noch aufstufen. Das nervt eigentlich am meisten. Dass wir da nicht vorankommen. Ihr wollt mitkommen? Nö. Ich weiß ja gar nicht, wo ich euch unterbringen soll. Ist ja Blödsinn. Okay, das war's. Können wir hier noch was ausbauen? Gilde der Rächer? Will ich gar nicht haben. Okay.